Ja, herzlich willkommen. Hat ein bisschen länger gedauert mit dem Kaffee. Der neueste Teil hier in Werkstofftechnik, der heißt Korrosion und Korrosionsschutz. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, so finde ich zumindest mal und auch meine Erfahrung. Und ja, ich habe gefühlt, war es immer so, zum Teil machen es die Chemiker, zum Teil wird es in Werkstofftechnik behandelt. Manchmal macht es auch keiner von den beiden und ja, man steht am Ende des Tages so ein bisschen da und wenn es dann in der Praxis drauf ankommt, hat man dann oftmals zu wenig Kenntnisse. Also ich versuche das mal im Rahmen meiner Möglichkeiten darzustellen und zu erklären, was mir dann ebenso als wichtig erscheint. Korrosion aus dem Alltag, woher kennen Sie das? Ich nehme immer ganz gerne die Eisenbahnschiene und ich habe noch nie jemanden gehört, der sich darüber beschwert hat, dass aber eine Eisenbahnschiene, dass die korrodiert ist. Und das liegt einfach daran, dass die Korrosionsgeschwindigkeit eben von diesem Stahl so gering ist, dass sie eben ja nicht zu einem signifikanten Materialabtrag führt. Das heißt, da kann die Bahn drüber fahren, ohne dass es irgendwie noch zu Problemen kommt. Das ist eine ganz, ganz niedrige Korrosionsgeschwindigkeit, mit der man rechnen kann, kleiner so 0,1 mm pro Jahr. Und damit kann man lange leben. Und außerdem ist diese Korrosionsschutzschicht, die sich da irgendwie mit rumbildet, Schutzschicht ist wahrscheinlich übertrieben, hat natürlich auch eine gewisse Deckwirkung. Man kann sich vorstellen, das ist das Eisen, das korrodiert und diese Eisen, oder diese Eisenoxidschicht, die ich drauf bilde, ist so eine Deckung, die man hat. Die ist mal mehr oder weniger breit und dicht oder eng. Und wir haben das schon bei den nicht rostenden Stählen kennengelernt, dass es sich da eine Chromoxidschicht bildet und die dann eine sehr dichte Deckung erlaubt. Und ja, die Oxidationsschicht des Eisens ist da nicht ganz so kompakt, aber hat natürlich auch eine gewisse Schutzwirkung. Also, bei diesen Eisenbahnschienen stört uns die Korrosion eigentlich gar nicht. Hierbei schon etwas anders, das ist mal ein Bild, was ich machen durfte, das stand halt rum und das sind Auto- oder ja, Autokarosserien und die sind halt korrodiert. Und da würde jeder sagen, wenn sie so ein korrodiertes Blech haben am Auto, kann gefährlich werden. Warum? Weil man Angst hat, dass die Korrosionsgeschwindigkeit halt so groß wird, dass es halt eben durchkorrodiert. Und außerdem sieht es nicht besonders attraktiv aus, sondern man möchte natürlich, wenn man einen neuen Wagen kauft, ein schönes, gleichmäßiges Farbbild haben und nicht irgendwelche lästigen, grauen oder rostbraunen Korrosionsflächen. Anders wiederum, manche Künstler wollen so etwas. Die bauen sich dann also mit speziellen unligierten Stählen, bauen Konstrukte und die krächten damit, dass es eben rostbraun ist, weil sie dieses Rostbraun als besonders schön empfinden. Also, das sind einfach mal so Beispiele aus dem Alltag für Korrosion. Vielleicht kennen Sie auch welche aus Ihrem Betrieb. Vielleicht haben Sie ja schon mal eine Undichtigkeit oder eine Leckage an einer Wasserrohrleitung gehabt. Das wäre natürlich blöd. Warum? Weil sie einen enormen Wasserschaden haben. Ja? Und dann sagt man, also mit Optik hat das nichts zu tun, sondern es entsteht ein Schaden und Wasserschaden ist relativ teuer. Und also das Gebiet der Korrosion ist ganz, ganz riesig groß. Und gerade in der Verfahrenstechnik stelle ich immer wieder fest, ist die Herausforderung, um eine Anlage vor Korrosion oder vor Korrosionsschäden dann eben zu schützen, eben, ja, kann schon recht anspruchsvoll sein. Gut, Beispiel für Korrosion, nur der Einstieg. Schauen wir mal weiter. Die Korrosion ist tatsächlich definiert. Ich bin mit dieser 50900 Teil 1 groß geworden und es gibt noch eine modernere Version, die DIN-EN ISO 8044. Für alle, die das schon mal mitbekommen haben, wissen, DIN, deutsche Industrienorm, hat es harmonisiert worden. Dann gibt es jetzt die europäischen Normen und wenn das Ganze nach internationalen Standard ist, kommt da noch ein ISO dahinter. Das ist 8044, da gibt es auch noch ein Ausgabedatum und noch einen Teil, den habe ich mir, der zu dieser Norm gehört, den habe ich mir aber gespart. Ja, ich habe mal abgeschrieben, was da in dieser Norm drin steht und dann, da steht dann, Korrosion ist die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zur Beeinträchtigung eines Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann. Also denken Sie mal gerade an die Eisenbahnschiene, da würde ja auch keiner sagen, es führt zu einer Beeinträchtigung, sondern es kann zu einer Beeinträchtigung führen. Das heißt, irgendwann in 10.000 Jahren ja, ist wahrscheinlich so eine Eisenbahnschiene, hat dann auch signifikant an Material verloren durch eben diese Korrosion, aber nicht im Laufe ihrer Benutzungsdauer. Der Satz geht hier noch ein bisschen weiter. In den meisten Fällen ist die Reaktion elektrochemischer Natur. In einigen Fällen kann sie jedoch auch chemischer oder metallphysikalischer Natur sein. Und ja, man muss wohl ein bisschen dazu sagen, dass Korrosion natürlich thermodynamisch nicht vermieden werden kann. Warum? Eisen
gibt es in der Natur einfach so nicht. Warum? Es ist eigentlich ein Zustand, der ist energetisch ist er sehr, sehr, sehr hoch angesiedelt und, ja, und dieses Produkt zerfällt. Ja? Man kann jetzt auch mit der Entropie wiederkommen und kann sagen, naja, die Entropie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems und dieses geordnete System, dieses reine Eisen, ist energetisch, ist das, muss ich viel investieren, um diese Ordnung zu schaffen und das System ist bemüht, wieder in Unordnung zuzufallen, in Chaos. Und das kann, lässt sich dann eben über, auch über die Thermodynamik beschreiben oder andersrum, wenn Sie Ihr Zimmer heute Morgen verlassen haben, dann werden Sie feststellen, selbst wenn Sie das Bett gemacht haben, so einen Tag später ist wieder alles irgendwie unordentlich und Sie müssen wieder Energie investieren, um Ihr Zimmer aufzuräumen. Und so ähnlich ist es bei dem Stahl dann auch. Ne? Der Stahl, wenn er in diesem geordneten Zustand ist, reines Eisen oder Stahl, Eisen, Kohlenstoff, dann ist das sehr geordnet. Und die Natur sagt, nö, gefällt mir nicht, also ich zerfalle lieber, ich habe ein hohes Maß an Unordnung, dann zerfällt das eben zu einem Produkt, was energetisch ein bisschen niedriger angesiedelt ist, das ist eben unser Eisenoxid. Ja, braucht sich aber gar nichts zu interessieren. Was ich halt relativ wichtig finde, ist, erst wenn Sie eine Korrosionserscheinung haben, heißt es noch nicht, dass Sie einen Korrosionsschaden haben, ja. Und das ist oftmals, was man eben so mitkriegt, wenn Sie verfahrenstechnische Anlagen zum Beispiel ins Ausland exportieren wollen, und reden darüber, dass Korrosion aufgetreten ist, dann wird Korrosion meistens immer direkt schon mit einem Schaden gleichgestellt. Das heißt, oh, an der Anlage ist ein Schaden aufgetreten. Nee. Fragen Sie erstmal, ist der Schaden wirklich da? Ist die Wandstärke so reduziert, dass das Rohr tatsächlich nicht mehr betrieben werden kann, weil ich in Gefahr laufe, dass ich eine Leckage bekomme? Oder aber habe ich Korrosionserscheinungen, die ich dann eventuell durch ja, Schleifen und durch Neulackieren wieder beseitigen kann. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Korrosion ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung erzeugt, sprich ich habe Massenverlust, und die zu einem Korrosionsschaden führen kann. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, wenn man in solchen bei Streitigkeiten eben sich über das Thema Korrosion unterhält, muss man sich eben fragen, habe ich Korrosionserscheinung oder habe ich schon Korrosionsschaden? Ist die Funktion des Bauteils schon beeinträchtigt? Ja, das ist so eine Frage, die spielt dann bei Rechtsstreitigkeiten immer eine große Rolle. Sie müssen um Gottes Willen nicht so eine Reaktion, so eine Definition auswendig lernen, ist aber nur wichtig zu wissen, es gibt hier Regeln und Normenwerke, die sich damit beschäftigen. Das habe ich Ihnen jetzt vorgestellt. Ja, jetzt gibt es hier wesentliche Grundlagen als Tafelbild und dann habe ich mir überlegt, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Korrosion, auf die elektrochemischen Grundlagen eingehen. Ich will es auch gar nicht zu kompliziert machen. Wir nehmen dazu einfach mal einen Behälter und in diesen Behälter packen wir jetzt ein Glasgefäß, da packen wir Salz rein. So, also ich nehme hier ein Würfelstück Natriumchlorid und packen wir jetzt in Wasser und dann haben wir hier einfach unser Natriumatom, unser Chloridatom und beide. Sie wissen das als, das Natriumchlorid löst sich in Wasser auf. Was da mikroskopisch oder auf atomarer Ebene passiert, Natriumchlorid, da bildet sich ein Wasser, werden in Wasser gelöst. Und wenn man sich das genau anschauen würde, würde man sagen, naja, wir kennen das, Wasser ist eine polarisierte, kovalente Bindung. Und diese Wassermoleküle, Delta positiv, Delta negativ, die treten in Wechselwirkung und umschließen sozusagen das Kation, Natrium in dem Fall. Und man spricht auch von hier von einer Hydratisierung. Das Gleiche passiert natürlich auch mit dem Chloridatom. Denn bei Chlorid ist es dann einfach so, da gehen einfach die Wasserstoffatome des Moleküls. Hier ist nochmal leicht negativ gemalt. Das gelingt mir hier nur ganz, ganz schlecht. Die treten in Wechselwirkung mit dem Chloridatom. Also auch da bildet sich so ein Mäntelchen rum. Und der Fachmann spricht in der Tat hier von der Hydratisierung. Ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert. Das machen wir nochmal schön. Spricht hier von der Hydratisierung. Nehmen wir nochmal den anderen Stift.
Hydratisierung. Und es wird auch nicht wirklich Hydratisierung. Es wird auch nicht wirklich besser. Gut, okay. Und jetzt ist die Frage, machen wir ein anderes Experiment? Wir nehmen mal wieder unseren so ein Glasbehältnis. Da kommt Wasser rein und jetzt packen wir etwas rein. Und zwar kein Natriumchlorid, sondern wir packen hier Zink rein. Ja, das Ganze soll also hier Zink sein. Was denken Sie, wird passieren? Wird sich Zink, ähnlich wie Natriumchlorid, wird sich das auflösen? Oder bleibt das Zink einfach so, wenn es raus ist? Sieht man, dass sich das Zink auflöst? Da würde man erstmal sagen, so mit dem unbewaffneten Auge sieht man erstmal nichts. Also passiert gar nichts. Das stimmt aber nicht so ganz, denn Zink geht sehr wohl in Lösung. Das passiert relativ nah an dieser Phasengrenze. Und Zink geht in Lösung. Und ich mal das mal hin. Zink geht in Lösung. Die Chemiker würden halt sagen, Zinkionen gehen in Lösung. Ich mal hin, Zn2+. Zn2+. Und die Elektronen, die Valenzelektronen, die bleiben im Zinkstab. Ich mal E-, die male ich mal hin. Meine Vorlage ist ein bisschen schöner, aber ich kriege es nicht sauberer dargestellt. Entschuldigung bitte dafür. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, also Zink geht immer wieder in Lösung und lässt seine Elektronen, hier fehlt das Minuszeichen, zurück im Stab. Was heißt das eigentlich jetzt für, geht das immer so weiter? Das würde ja unserer Überlegung widersprechen, dann würde das Zink sich ja tatsächlich auflösen. Aber wir sehen es ja eigentlich gar nicht. Was passiert also? Es muss etwas anders passieren, denn irgendwann geht dieser Prozess wieder zurück. Ich zeichne das hier nochmal ein. Geht jetzt zurück. Und man kann sich das so vorstellen, wenn der Zink immer in Lösung geht, dann lädt sich ja die ganze Lösung ja auch positiv auf mit Zinkionen und der Stab immer weiter negativ auf. Das ist ungefähr so, als ob Sie zu Hause sind und wollen Party machen und Sie lassen Ihrem Lebenspartner die Kinder, ihre Elektronen zurück. Und irgendwann wird Ihr Partner sagen, hör mal, jetzt habe ich hier die ganzen Kinder, du gehst Party machen, meine ganzen Kinder, meine Elektronen sozusagen, bleiben in meinem auf meinem Stab hier bei mir zu Hause, das geht nicht, komm mal wieder zurück. Und genau das ist das, was dieser untere Pfeil hier beschreibt. Es bildet sich hier ein Gleichgewicht aus. So, das ist das, was dieser Stab hier beschreibt. Irgendwie logisch, ja? Zinkionen gehen in Lösung, Elektronen bleiben zurück und irgendwann geht das nicht mehr, weil der Stab so negativ aufgeladen ist und du kannst da keine Elektronen mehr abliefern. Also heißt es wieder Zink, komm mal wieder zurück und darum ist das Ganze ein Gleichgewichtszustand, der sich dort ausbildet. Und der ist auch, das passiert auch wirklich an der Phasengrenze vom Metallstab. Also direkt so 2, 3 Atomlagen, da findet diese Reaktion statt. Also kaum merkbar. So, und Sie wissen einfach, es baut sich hier natürlich ein, ich schreibe das mal auf, ein Elektronendruck auf. Also entweder mein Stab ist hier kaputt oder so. Er schreibt einfach nicht gut. Gut, machen wir ein anderes Experiment. Warum bleiben wir nur bei Zink? Wir machen das Ganze mal mit Kupfer. Also wieder einen Behälter nehmen. Und das soll dieses Dreieck soll einfach nur symbolisieren, das ist der Wasserspiegel, ja? Und das soll auch ein Dreieck sein. Und hier in diesen Stab nehmen wir einen Stab und anstatt, ich nehme kurz Radiergummi, dann machen wir das hier ein bisschen weg, dann sieht es ein bisschen schicker aus. Machen wir es auch weg. Und das Ganze soll eben aus, das soll eben Kupfer sein. So, ist auch die Frage, wird sich Kupfer auflösen? Naja, die Antwort wird natürlich so sein, aber wenn das bei Zink funktioniert, wird es bei Kupfer auch passieren. Ich mache das auch mal, tatsächlich geht auch Kupfer in Lösung und die Elektronen, die bleiben hier im Werkstoff zurück. Kupfer geht über in Kupfer 2+, plus 2 Elektronen, das soll ein Plus sein. Und das habe ich oben in dem Bild auch dargestellt.
Und natürlich passiert auch das Gleiche wie beim Zink. Kupfer will in Lösung gehen, lässt seine Elektronen, seine Valenzelektronen im Stab stehen und irgendwann sagt der Stab, hör mal, ich bin negativ aufgeladen, du brauchst mir hier keine Elektronen mehr zu liefern. Und komm mal wieder zurück und dann bildet sich hier natürlich auch ein Gleichgewichtszustand auf. Auch hier hat sich im Stab ein gewisser Elektronendruck ausgebildet und der Elektrochemiker würde mir dann sagen, ja, es bildet sich dann ein elektrisches Potenzial aus. Und was ganz wichtig ist noch einfach, die sind unterschiedlich, die Elektronendrücke, die man hier so hat. Ja? Schauen Sie mal, hier haben wir 4 Elektronen, hier haben wir nur 2 Elektronen, die im Stab verbleiben. Das soll eine 2 sein, das soll ein E sein, E minus, naja, so ungefähr. Also ich habe einen unterschiedlichen Elektronendruck und jetzt könnte man sich überlegen, kann man sich das Ganze denn auch dann zunutze machen? Und wie kann man dieses Potenzial messen? Kann man das direkt messen? Und dann hat man festgestellt, nö, eigentlich geht das nicht. Man kann nicht messen, weil man kein Normal hat. Und dann ist man aber hingegangen und hat gesagt, es ist ja total spannend, dieses Thema. Und dann hat man verschiedene Metalle genommen und hat gesagt, pass auf, wir wollen es aber messen. Und hat sich einer Messtechnik bedient, einer normalen Wasserstoffelektrode. Man hat also eine Elektrode genommen, ein gewisser Messaufbau, den man genommen hat. Da wird also eine Wasserstoff- oder wird eine Platinelektrode umspült von Wasserstoff und gegen diese Elektrode wird eben das Potenzial gemessen, Zink, Kupfer und so weiter. Und dann kann man diesen Elektronendruck, der sich dort aufbaut, dieses Potenzial, eben messen und in eine Reihenfolge bringen. Der eine hat viel Elektronendruck, der andere hat wenig Elektronendruck. Je höher der Elektronendruck ist, Beispiel Zink, desto eher neigt der Werkstoff sich eben aufzulösen. Und bei Kupfer ist es weniger. Das ist eben symbolisiert, dass hier ich hier nur 2 Elektronen drin habe und hier außen bei dem Zinkelektronen 4 Elektronen. Also, soweit erstmal klar. Und jetzt ist die Frage, erstens haben Sie verstanden, Metalle gehen tatsächlich in Wasser in Lösung. Das machen Sie aber nicht unendlich oft, sondern die Elektronen gehen in die Ionen gehen in Lösung, lassen ihre Elektronen zurück im Stab und es bildet sich ein Gleichgewicht aus. Und ein gewisses Potenzial bildet sich aus, ein anderes Wort für Elektronendruck, den kann man messen gegenüber unter standardisierten Bedingungen mit diesem speziellen Messaufbau einer normalen Wasserstoffelektrode. Und dann kann man die in eine Rangfolge bringen, eine Reihenfolge. Wir hatten hohen Elektronendruck, wir hatten niedrigen Elektronendruck. Und wenn man das Ganze macht unter diesen standardisierten Bedingungen, dann kriegt man die elektrochemische Spannungsreihe. Das ist das, was dann sehr schön und detailliert in Büchern wie Mortimer und so weiter, dann oder Atkins, wie auch immer, diesen Fachbüchern physikalische Chemie oder anorganische Chemie, Mortimer, dann auch schön beschrieben sind. Ich habe es hier nur mal versucht zu skizzieren, weil ich denke, bei Natriumchlorid ist das einem jedem klar, dass man sagt, oh, das löst sich auf bei Eisen oder bei Kupfer oder beim Nicht-Eisenmetall oder aber auch beim Eisenmetall, ist das irgendwie nicht so ganz klar. Und das habe ich jetzt versucht, mal hier dadurch darzustellen. Und das kann man jetzt auch noch ein bisschen weiter spinnen. Das mache ich jetzt auch noch mal einmal. Sie könnten natürlich jetzt hingehen und sagen, wenn sich ein unterschiedlicher Elektronendruck ausbildet und man würde, wenn Sie einen Stausee haben, der eine hat einen hohen Druck, der andere einen niedrigen und Sie würden beide Stausee miteinander verbinden, dann würde ein Ausgleich stattfinden. Das müsste doch eigentlich mit einem Elektronendruck genauso funktionieren. Das funktioniert ähnlich. Ich mal hier einen Versuchsaufbau. Der kriegt gleich einen Namen. Und dieser Versuchsaufbau ist dadurch gekennzeichnet, dass er hier, ich kann gleich einen Radiergummi nehmen. Er hat hier einen Bottich und hier gibt es eine Membran, die wir haben. Ja, also eine Membran soll sein, das ist eine poröse Trennwand. Man könnte diese poröse Trennwand auch sagen, das ist eine semipermeable Membran, die ist halbdurchlässig. Und wer mal so eine semipermeable Membran ausprobieren möchte, der kann gleich mal hingehen, wenn er so etwas hat, hat voll entsalztes Wasser und legt dort mal ein Ei in ein voll entsalztes Wasser und dann muss er mal aufpassen, was mit diesem Ei passiert. Ja? Das ist ein total spannendes Experiment, eigentlich lohnt sich das mal zu visualisieren. Versuchen Sie es mal und warten Sie mal eine Stunde ab. Dann werden Sie feststellen, das Ei wird dicker. Das wird richtig größer, bis die Schale irgendwann mal platzt. Der Grund hierfür ist relativ einfach.
In dem Ei selbst sind Salze, sind ja Ionen gelöst. Und außerhalb dieser Kalkschale habe ich voll entsalztes Wasser. Also ganz, 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 ganz wenig Kationen, Anionen. Ja, kommt auf die Qualität des voll entsalztes Wassers an. Da sagen wir mal, ist nichts drin. Und jetzt sollte hier ein Ausgleich stattfinden. Das heißt, die Ionen aus dem Ei würden ganz gerne ins Wasser gehen. Da gibt es einen Konzentrationsausgleich. Können aber nicht, weil da die Membran dazwischen ist. Und die Membran sagt, hört mal, Kalium und Natrium, alles, was ihr dann so an Ionen dort zur Verfügung habt, ihr kommt nicht durch, ihr seid zu groß für meine Membran. Und dann sind die ganz traurig, die Ionen, und bleiben in der Eischale drin. Aber dann sagt das Wasser, hör mal, wenn ihr nicht rauskommt zu spielen, dann kommen wir rein. Und das Wassermolekül ist so groß, dass es dann irgendwie durch diese Membran durchdiffundieren kann. Und dann ist klar, wenn da Wasser auf einmal rein diffundiert, um eben für einen Konzentrationsausgleich zu sorgen, denn das Wasser sorgt ja für eine Verdünnung dieser Ionen innerhalb der Eischale und passt damit das System mehr der Außenumgebung an, dann wird das Ei immer größer. Das ist so ein Beispiel für eine semipermeable Membran. Eine halbdurchlässige Membran ist hier als poröse Trennwand dargestellt. Warum man die so braucht, erkläre ich gleich nochmal. Also, ein Becken haben wir drin und in dieses Becken packen wir hier eine Kupfersulfatlösung. Und hier packen wir eine Zinksulfatlösung. Gut. Jetzt haben wir das Ganze und jetzt gehen wir hin und hängen in diese Geschichte, hängen wir einen Stab, packen wir auch einen Stab rein und das mache ich jetzt mal im Radiergummi weg, ein bisschen schöner hier weg, da ist was weg, da ist was weg und dieser Stab, den ich jetzt hier habe, das soll ein Stab sein, das soll Zink sein, so, das ist nicht das, was ich wollte, das ist Zink und das ist Kupfer. Das ist sehr, sehr schlecht mit so einem Teil hier auf so einem Whiteboard sozusagen zu schreiben, aber es geht nicht besser, ich kriege es nicht besser hin. Gut, und jetzt machen wir Folgendes, jetzt verbinden wir das Ganze noch, bauen da ein Multimeter ein und dann gucken wir mal, ob wir das messen. Und wenn Sie jetzt eben auf die vorangegangene Folie nochmal drauf achten, dann werden Sie ja feststellen, ich bin jetzt mal zurückgeswitcht, ich habe Zink, ich habe Kupfer. Bei Zink habe ich einen höheren Elektronendruck als Kupfer. Also wenn ich die beiden miteinander verbinde, dann müsste ja Strom vom Zink auf Kupfer fallen. Also die Elektronen müssten eigentlich hier rüber wandern. Gucken wir uns mal das in diesem Bildchen nochmal an. Das passiert auch in der Tat. Man kann also dann auch Strom messen und wenn man lange genug wartet, dann passiert Folgendes, dann wird die Zinkelektrode, kann ich jetzt tatsächlich mal erlauben, das ein bisschen farbig zu machen. Zink machen wir ein bisschen, machen wir gelb. Das Zink wird tatsächlich dünner werden, das nimmt an Material ab, das soll eben hier durch diese gelbe Form gekennzeichnet werden und Kupfer nimmt zu. Also wenn man wach abwartet, wird das Kupfer hier größer werden. Ich male das mal hier ein bisschen, skizziere das Ganze mal so ein bisschen so. Was ist denn da eigentlich passiert? Was passiert ist, das wissen Sie eigentlich schon. Sie haben nämlich gesagt, an der Anode, so nennt man den Bereich, der Elektronen abgibt, wo eine Oxidation stattfindet, würde sich Zink geht in Lösung. Und das hätte auch irgendwann ein Ende, da würde sich ein Gleichgewicht einstellen. Aber auf der anderen Seite habe ich hier in dem Bereich eine Kathode. Und an dieser Kathode passiert Folgendes. Da ist eine Lösung drin, Kupfersulfat. Und diese Ionen, die in dieser Kupfersulfatlösung sind, die nehmen sich die Elektronen und bilden Kupfer. Darum wird das hier dicker. Und Zink löst sich immer weiter auf. Man spricht hier jeweils immer von den Halbreaktionen. Und im Prinzip hat man hier eine galvanische Zelle. Das können wir immer drüber schreiben. Das könnte man hier drüber schreiben. Aber galvanische Zelle, das sieht ganz, ganz gruselig aus. Aber ich kriege es nicht besser hin. Muss ich jetzt erstmal mitleben. Also,
eigentlich, man merkt gar nicht mehr, dass man eigentlich schon mal bei Korrosion ist, sondern eigentlich sind wir schon im Bereich der Elektrochemie, die man hier so hat. Aber total spannend, weil wir brauchen diese Voraussetzungen, die wir haben. Sie nehmen einfach bitte erstmal mit, wenn ich Metalle habe und die in Wasser löse oder in Wasser einbringe, in ein aquatisches System, hört sich ein bisschen elegant an, dann lösen sich die Metalle unterschiedlich stark in Wasser auf. Es bildet sich ein Elektronendruck aus. Das kann ich messen gegen eine Referenzelektrode. Und wenn man diesen unterschiedlichen Elektronendrücke in Reihenfolge bringt, hohe Elektronendrücke, niedrige Elektronendrücke, dann bekommt man hier die elektrochemische Spannungsreihe. Ja, das ist natürlich unter normierten Bedingungen gilt die. Nur deshalb muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, der eine ist edler, das heißt, der geht nicht so gerne in Lösung, und der andere ist unedler, das heißt, der löst sich sehr, sehr gerne auf, dann gilt das nur unter diesen Standardbedingungen. Darum, vorsichtig, es gibt Fälle, da kann sich das Ganze auch umdrehen. Ist nicht gang und gäbe, aber Sie sollten es nun mal gehört haben. Und das Nächste, was Sie eben hier mitbekommen haben, ist einfach, man kann sich das Ganze zunutze machen, wenn man eben eine Batterie erzeugen möchte. Und jetzt war nochmal die Frage, warum ich denn diese halbdurchlässige Membran habe. Schauen wir uns mal ganz kurz die Anode an. Dort, wo also Zink oxidiert, dieser Bereich wird eben Anode genannt, wo also hier zwei Elektronen in Lösung gehen. Jetzt würde sich ja die Lösung hier immer negativ aufladen, also muss zum Ladungsausgleich. Ich mache das mal weg, das irritiert ein bisschen. Müssen Ionen rüber wandern, und diese Ionen, die hier rüber wandern während des Prozesses, sind eben dann noch Sulfationen. Und diese Sulfationen, die sind zweifach positiv geladen, die können eben in diesen Bereich hinüberwandern und eben dafür sorgen, dass diese freigesetzten Elektronen eben dann auch kompensiert werden. Ja, die Reaktion geht natürlich nicht unendlich lange. Sie merken, wenn dann irgendwann mal kein Zink mehr da ist, dann kann auch nichts mehr in Lösung gehen. Dann spätestens dann ist diese galvanische Zelle dann am Ende. Ja, haben Sie ein kleines bisschen Elektrochemie gemacht. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich erlaube mir jetzt einfach nochmal ein neues Blatt Papier zu machen. Das geht hier drüber. Genau. Und jetzt machen wir folgendes Experiment. Also mit diesen Grundlagen sind Sie schon mal ganz gut bedient. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Wir nehmen ein Blech, einen unlegierten Stahl, der ist vorher, soll es dieses Blech sein. Und auf dieses Blech bringen wir einen Wassertropfen. Ja, das soll dieser Wassertropfen sein, der bleibt da oben drauf liegen. Und wenn man eine gewisse Zeit lang abwartet, man guckt sich dieses Blech an. Aber wir können auch mehrere Wassertropfen draufbringen. Da bringen wir noch einen Wassertropfen drauf. Es hat geregnet. Da bringen wir Wassertropfen drauf. Wir machen das einfach mit so einer kleinen Pipette. Die Oberfläche soll, wie gesagt, das soll ein undigierter Stahl sein. Kohlenstoffstahl. Und der soll entfettet sein. Die Oberfläche ist ein bisschen vielleicht vorher angeschliffen. Und genau, da kommen Wassertropfen drauf. Wenn man jetzt wartet, bis die ganzen Wassertropfen verdampft ist, also man wartet hier eine gewisse Zeit lang ab, das soll mal so eine Uhr sein fürs Warten, dann hat man auf der Oberfläche später so kleine rostbraune Ringe auf der Oberfläche. Und das sind also Korrosionserscheinungen, die man hat, die kann man dann wieder wegwischen, weil es hat nur ein bisschen geregnet, das Wasser ist schnell abgetropft, aber man kann auf der Oberfläche kleine rostbraune Ringe erkennen. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut und sagt, was ist denn da eigentlich passiert, dann könnte man Folgendes sagen. Mal die Farbe. Ich versuche das Ganze mal hier darzustellen. Oder wir machen das auf einer neuen, Folie. Das machen wir mal weg. Ich kann hier ja ein bisschen größer malen. Also, wir machen das mal. Was ist da eigentlich passiert? Ich male mal die Stahloberfläche hin. Und dann male ich hier oben auf der Stahloberfläche einen Wassertropfen. Also, das ist unser Stahl und ich male ein C davor, also ein C-Stahl, um zu sagen, es ist ein unlegierter Stahl, also es sind keine besonderen Legierungselemente. Und dann ist das mein Wassertropfen H2O und da sind natürlich noch Ionen mit drin. Also ich habe natürlich auch noch, das ist kein Volldensatz, ich habe noch Natrium, ich habe auch Chloridionen drin und
An der Außenseite habe ich natürlich auch Sauerstoff. Ja, der ist hier ganz klar in der Umgebung, befindet sich. Und was an dieser einen Stelle passiert ist, natürlich geht Eisen auch wieder hier in Lösung. Und wenn man diesen Versuch erklären möchte, dann passiert eigentlich Folgendes. Dort, wo ich wenig Sauerstoff habe, an dieser Stelle hier, da geht Eisen in Lösung, verstärkt in Lösung. Also Eisen löst sich auf und da haben wir eben gelernt, das nennt man dann die Anode. Das macht Eisen jetzt mal an dieser Stelle. Geht in Lösung und die Reaktion würde ja relativ schnell wieder stoppen. Warum? Das wäre ja eine Hin- und eine Rückreaktion. Aber da Metalle sehr gut elektrisch leitend sind, weil wir haben ja gelernt, es gibt Atomrumpf, es gibt die Elektronengaswolke, waren so die ersten Vorlesungseinheiten, die wir haben. Ich male das hier mal ganz kurz, male ich nochmal hin. Eisen geht über in Lösung. Schiebt er die Elektronen, schiebt er hier zu dieser, in den Bereich, wo Sauerstoff ist. Denn der Sauerstoff, der geht hin und saugt wie ein Vampir sich die Elektronen weg. Und das macht er, dass der Sauerstoff, der ist an dieser Seite, an dieser Phasengrenzfläche, ich male die mal rot, an dieser Phase, ist er besonders häufig vorhanden, denn da habe ich Wasser, da habe ich Sauerstoff und ich habe Eisen und da kann der Sauerstoff, der dann im Wasser gelöst ist, kann sich Elektronen aufnehmen und bildet Hydroxidprodukte, OH-. Also Sauerstoff plus Wasser gibt OH-. Jetzt muss ich nur ein bisschen auf die Stöchiometrie achten. Und wenn ich das Ganze so modifiziere, kontrollieren Sie bitte mich mit. Es kann sein, dass ich hier auch Fehler reinmache. Dann habe ich zwei Sauerstoffatome auf dieser Seite, zwei Sauerstoff auf dieser Seite. Und also vier links, vier Sauerstoffatome rechts, zwei Wasserstoff mal zwei Wasserstoffatome sind vier Sauerstoffatome. Und ja, das passt irgendwie. Also, das Gleichgewicht wird bei so einem Belüftungselement, so spricht man hiervon, wird verschoben. Belüftungselement heißt einfach, ich habe am Rand des Tropfens viel Sauerstoff und in der Mitte des Tropfens habe ich wenig Sauerstoff. Und das verschiebt mein Gleichgewicht, nämlich die Elektronen, die das Eisen hier freigibt, die werden vom Sauerstoff sozusagen als Vampir, der zieht sich diese Elektronen und sorgt dann eben dazu, dass sich hier Hydroxidionen bilden. Und wenn Sie in Chemie auch so ein bisschen aufgepasst haben, werden Sie wissen, Hydroxidionen, die sind negativ und negative, Hydroxidionen sind erstmal negativ und das sieht schon ein bisschen aus wie pH-Wert, ja, das ist basische Reaktion und hier hat man an diesem Bereich eine Besonderheit, nämlich ich habe hier OH-Ion, ich habe Hydroxidion, ich male die mal da, ich habe Hydroxidion und dann passiert Folgendes, wenn diese Eisenionen auf die Hydroxidionen treffen, dann bildet sich hier Eisenhydroxid, FeOH2, das muss ich hier 2 da hinten machen, und wenn das Ganze eben passiert und das Löslichkeitsprodukt überschritten ist, dann fällt hier Eisenhydroxid aus, das zerfällt nochmal zu anderen Zwischenprodukten, auch oxidische Produkte, und das bildet hier ja, ein rostbraun Ring drumherum. Also man hat sozusagen in der Mitte so eine Art technisches Tinder-Date von Eisen und Sauerstoff, Hydroxidion, die sich dort treffen und dann den Hydroxidring bilden. Also jetzt wird es hoffentlich so ein bisschen klar, warum ich eben darüber gesprochen habe, dass Eisen eigentlich in Wasser sich löst. Das löst sich, dann ist auch gut, ein ganz kleines bisschen geht in Lösung und das ja, Eisen geht normalerweise dann in Lösung, 2 plus 2 Elektronen minus und das würde dann wieder zurückwerden. Aber wenn die Elektronen, wenn die jemanden finden, in dem Fall soll das ein kleiner Vampir sein, das ist ein freundlicher Vampir, der sich die Elektronen abnimmt, dann ist klar, dann zieht der immer weiter Elektronen raus und genau das ist das, was in diesem
in diesen Sauerstofftropfen eben passiert oder in diesen Randbereichen. Das ist ein Belüftungselement. Warum? Weil halt eben hier an der Seite viel Sauerstoff ist und in der Mitte weniger. Und dieser Sauerstoff, der zieht sich die Elektronen von dem Eisen und damit geht immer mehr Eisen in Lösung. Und in der Mitte passiert dann hier, hat man dann irgendwann so ein kleines Korrosionsgrübchen, wenn man lange genug wartet. Das Ganze nennt man dann auch, wenn Sie das mal nachschauen wollen, nennt man das Evans-Element. Das hat der Evans dann untersucht. Oder aber man findet das Ganze auch unter Belüftungselement. Ja, das ist erstmal soweit diese Geschichte. Und da soll es auch erstmal gut sein mit elektrochemischen Grundlagen. Den Rest muss man dann in anderen Veranstaltungen noch ein bisschen vertiefen. Das Ganze hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll Ihnen einfach so ein bisschen das Gefühl geben, was man denn unter Korrosion so ein bisschen versteht. Und das haben Sie jetzt verstanden. Sie haben mich verstanden, Korrosion kann thermodynamisch gar nicht vermieden werden. Eisen löst sich in Wasser auf und es bildet sich ein Gleichgewicht. Und sobald ich jemanden habe, der die Elektroden aufnimmt, dann fängt das Eisen an zu korrodieren, zu oxidieren. Und das ist eben ganz, ganz spannend, wenn man sich dieses Element anschaut. Und jetzt sind wir soweit, ich spinne noch mal einmal und ich gehe mal zurück auf diese Geschichte, auf eine Folie davor. Und jetzt wissen Sie, was passiert, wenn ich so einen Wassertropfen auf einer Oberfläche habe, wenn es regnet. Das könnte ja unsere Eisenbahnschiene sein. Dann bildet sich eben dieser rostbraune Ring. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ganz viele rostbraune Ringe übereinander liegen, also dass sie ganz viele Belüftungselemente haben, das ist ja der Wassertropfen, und ich male ganz, ganz viele Ringe übereinander, und die werden jetzt wirklich auch schön rostbraun, dann hat man irgendwann den Eindruck, als ob die ganze Stahloberfläche mit einem homogenen Korrosionsschutz oder Korrosionserscheinung überzogen ist. Und das ist dann so das, was man nochmals als flächige Korrosion dann irgendwann erkennt. Also, Sie haben gerade so die Eisenbahnschiene in Ihrem rostbraunen Korrosionskleid so ein bisschen näher kennengelernt und einfach mal geschafft, das, was wir makroskopisch mit dem bloßen Auge so sehen, auch mal auf einer atomaren Ebene versucht zu verstehen. Und ich finde, das macht doch ein bisschen Spaß und macht Lust auf mehr. Und dazu lade ich Sie gleich nach einer kurzen Pause ein. Bis dann!